Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Erfolg, das wir hier und erkunden und an Dracheninseln finden. Und zwar schimpft sich der Schätze von Taldrassus. Dafür müssen wir insgesamt 6 Schätze finden und ich würde sagen, da schauen wir einmal rein. Bevor wir uns jetzt die Schätze im Einzelnen angucken, will ich euch noch kurz das System erklären, wie das hier funktioniert. Es ist leider nicht so wie in den anderen Expansions, dass wir einfach lostigern, die Schätze aufmachen und dann Credit fürs Achievement haben, sondern bei manchen Schätzen ist es so, dass wir vorher eine Schatzkarte brauchen. Um diese Schatzkarten bekommen zu können, müssen wir die erstmal einmal freischalten. Es gibt insgesamt 11 Schatzkarten und diese 11 Schatzkarten, die ich hier schon 10 davon im Inventar habe, funktionieren im Endeffekt so, dass die für verschiedene Schätze gut sind. Also jede Schatzkarte ist genau für einen Schatz gut und diese 11 Schätze verteilen sich auf die verschiedenen Gebiete. Hier haben wir zum Beispiel Küste des Erwachens, da Ebene von Onara, zu Blaues Gebirge und so weiter. Und ja, wie schalten wir die Dinger frei? Als allererstes müsst ihr ein Item looten. Und zwar haben wir ein Item, das schimpft sich Vorratstasche der Dracheninseln. Und diese Vorratstasche der Dracheninseln droppt quasi von Drachen. Und das sind die ganz am Anfang von der ersten Quest. Urproto-Drachen schimpfen sich die. Die sind hier oben. Da, wenn ihr quasi aus dem Boot rauskommt oder Zeppelin bei der Horde, müsst ihr die Viecher umhauen. Und dann droppt im Normalfall das Ding. Da droppt dann quasi eine Vorratstasche der Dracheninsel und diese Vorratstasche müsst ihr einfach nur hier im Lager abgeben. Wenn ihr noch relativ am Anfang von der Expansion seid und diese Vorratstasche habt, steht dann der NPC, der Rüstungsmeister von den Drachenschuppen, quasi dort im Lager. Das ist dann sie hier, Katalogisiererin Jakes. Und bei der könnt ihr das abgeben. Und sobald ihr diese Tasche abgegeben habt, 99% der Leute werden das am Anfang gedroppt bekommen haben, könnt ihr dann die erste Karte kaufen. Und zwar ist das die Artefaktaufzeichnung des Archäologen. Und die könnt ihr dann kaufen für 10 Vorräte. Und das ist dementsprechend der allererste Schatz, den ihr bekommen könnt. Und der markiert euch dann den ersten Schatz auf der Map und ja, dann habt ihr quasi schon mal die erste Schatzkarte. Alle anderen Schatzkarten könnt ihr erst dann bekommen, wenn ihr diese Anfangsquest gemacht habt. Wahrscheinlich haben fast alle die von euch gemacht. Guckt einfach mal hier bei der Händlerin vorbei, ob ihr es quasi drin habt. Ich bin jetzt hier quasi im Basislager der Drachenschuppen-Expedition. Und da von der Rüstmeisterin. Wenn ihr noch nicht so weit gequestet habt, dann steht sie auch hier in dem Lager mittendrin und könnt ihr das Ganze machen. Genau, das ist jetzt der Start. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr insgesamt 5 weitere von diesen Karten einfach aus allen möglichen Schätzen rausluten. Das können die ganz normalen Expeditionspakete sein. Es können diese bewegte Erde sein, wo ihr die Schaufeln wiederum braucht. Die könnt ihr übrigens auch da drin kaufen. Also ihr könnt bewegte Erde nur sehen, wenn ihr die Schaufeln im Inventar habt und auch nur öffnen. Die könnt ihr hier, kleine Expeditionsschaufel, könnt ihr einfach kaufen, hat 5 Aufladungen. Oder ihr baut die robuste Expeditionsschaufel, die hat 20 Aufladungen. Die kann ein Schmied herstellen, könnt ihr aber auch immer Haar kaufen. Da kann das rauskommen. Dann gibt es noch magische Schatzkisten, irgendwie so heißen die. Da kann es auch rauskommen. Die kriegt ihr aber erst freigeschalten, wenn ihr auf Renown 16 seid bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Und ja, dann heißt es einfach Kisten aufmachen. Es ist so, dass etwa, man sagt so im Schnitt zwischen 50 bis 100 Schätze müsst ihr aufmachen, dann kriegt ihr eine Karte, nochmal 50 bis 100 aufmachen, kriegt ihr die nächste Karte. Also es sind sehr, sehr viele Schätze, die ihr aufmachen müsst. Und ihr seht, ich bin mittlerweile bei allen von diesen Fraktionen auf Max-Level und habe dementsprechend einige Schätze aufgemacht, um diese ganzen Karten zu kriegen. Das ist es aber noch nicht ganz gewesen. Ich habe gesagt, eine kriegt man am Anfang beim Händler, wenn man die Quest gemacht hat. Die anderen kriegt man danach aus den Schätzen, die 5 Stück. Und dann gibt es nochmal 5 weitere und die könnt ihr erst bekommen, wenn ihr bei der Drachenschuppen-Expedition auf einem gewissen Ruhm-Level seid. Ja, das kriegt ihr vorher nicht, warum auch immer. Ihr müsst erst Ruhm 21 sein. Und zwar habt ihr dann eine spezielle Geschichte, Schatzkarte für juwelenbesetzten Welpling. Und dann kriegt ihr 5 weitere Schatzkarten. Und diese führen euch zu Schätzen, wo irgendwas drin sein kann, was dann jeweils für diese juwelenbesetzten Welplinge gut ist. Die kann ein Juwe bauen. So 100% weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht Bescheid, aber das scheint ein Material hier zu sein, die ihr braucht, um dementsprechend diese Juwe-Dinger bauen zu können. Ne? Und dementsprechend kriegt ihr die Schätze halt erst ab 21.
wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will Hardcore das Zeug farmen, dann macht es vielleicht Sinn, erst bei den Drachenschuppen auf 21 zu kommen und dann die ganze Zeit die Kisten zu spammen, um alle Karten gleichzeitig holen zu können. Und wie gesagt, vorher braucht ihr halt die Questreihe. Gut, soweit zur Vorerläuterung. Ich würde sagen, jetzt können wir lostigern und dementsprechend uns die einzelnen Schätze anschauen. Dann gucken wir uns den ersten Schatz mal an. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 33, 74. Und dort haben wir einen Höhleneingang. Und dort können wir dann einmal den ersten Schatz finden. Und zwar gesprungenes Stundenglas. Schimpft sich das? Ich würde sagen, wir schauen einmal rein, wo sich der genau befindet. Ich vermute, wir müssen ein bisschen nach oben. Halten wir das mal ein bisschen größer. Und dann müsste der eigentlich irgendwo hier liegen, oder er ist einmal ein bisschen weiter unten. Schauen wir mal. Ah, nee, da müssen wir wieder so ein Ding einsetzen. Ah, okay, Handy Notes zeigt es mir gerade auch an. Wir müssen wieder eins von diesen Schreiben einsetzen. Und zwar verlorene Erinnerungen schimpfen sich die. Das ist das hier. Ich habe jetzt nur noch zwei. Die anderen hatte ich alle schon eingesetzt in den anderen Gebieten. Und tada, wenn ihr das dann einsetzt, seht ihr, jetzt haben wir das Stundenglas da auch liegen. Und das klicken wir einmal an. Und was kriegen wir? Einfach ein paar graue Items, aber die sind ein bisschen Gold wert. Und zwar 300 Gold das ganze Ding wert, also gar nicht so schlecht. Also ich zeige es nochmal, das Ding liegt dann hier auf den Koordinaten 33, 75 und der Eingang war ein paar Meter weiter unten. Also viel müsst ihr nicht machen, aber den Plan braucht ihr, sonst geht es euch wie mir gerade, ihr seht es sonst nicht. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 49, 63 und hier haben wir einmal Eichelernter. Dafür müssen wir hier diese Eicheln anklicken. Das habe ich jetzt gerade schon gemacht und danach, sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr hier dem Eichelernter diese Eichel einmal geben. Dann können wir nämlich anklicken und dann ja, ist einmal der Schatz raus und wir müssten ein Pet bekommen. Kastanie schimpft sich das und das können wir einmal lernen. Es kann sein, dass es buggt mit den Eicheln, dass ihr sie aufsammeln könnt, hier das Zahnrad nicht habt. Dann müsst ihr einmal einen Relog machen, dann funktioniert die Geschichte eigentlich wunderbar. Also erst hergehen, Eicheln ernten, reloggen, wenn es nicht klappt und dann hier einmal das abgeben. Und ihr habt den nächsten Punkt einmal abgeschlossen. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also hier unten an dem Weg sind diese Kastanien dran. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar wollen wir uns jetzt den Bernsteinklumpen besorgen. Hier sind wir einmal auf den Koordinaten 52, 76 und hierfür benötigen wir wieder einen Plan. Und zwar, ihr seht, jetzt sind wir hier ein bisschen erhöht, da kann man auch theoretisch hochlaufen, aber ihr habt hier eher einen Drachen. Und hier haben wir so ein kleines Gedeck auch mit ein paar Bechern und anderen Gedönsen. Und jetzt brauchen wir die letzte Schatzkarte, die wir übrig haben, Bärentötungsbefehl, so rum, die lernen wir jetzt einmal. Und jetzt müssten wir hier einen Schatz haben. Ah, Moment, der ist nicht hier oben, sondern der ist einmal in der Höhle drin. Ah ja, okay. Und ihr seht, da hinten ist das Ding. Jetzt tun wir den mal desorientieren und machen das einmal auf. Und damit haben wir jetzt nochmal einen so einen Stein bekommen. Glitzernder Nostomori... Ansammlung, okay, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist aber wurscht. Auf jeden Fall haben wir den Stein und ja, dann haben wir wieder den Schatz einmal eingetütet. Und ich habe jetzt, wenn ihr mit mir zusammen die anderen Gebiete auch schon durchgemacht habt, alle 5 von diesen Special Steinen, wo wir uns dementsprechend die Pets als Juwe dann craften können oder craften lassen können. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar müssen wir uns jetzt einmal eine Sandkarte holen. Wir wollen nämlich die sandige Holzente uns besorgen und dafür müssen wir als allererstes hier auf die Koordinaten 54, 75 und dort haben wir den kleinen Yenno und neben dem Yenno liegt eine Schatzkarte und die klicken wir quasi an. Sobald wir die Schatzkarte haben, können wir die einmal aktivieren und dann sehen wir nämlich auf der Map hier den Sandhaufen und da fliegen wir jetzt als nächstes hin. Also ihr seht, da unten ist dieser kleine Yenno, ne? Hier an dem Berg da oben oder da hinten war ja die Höhle, wo wir gerade waren. Also das ist nicht sonderlich weit weg. Und jetzt müssen wir zu der Markierung hier fliegen und da haben wir dann einen kleinen Sandhaufen und im Sandhaufen haben wir dann Yennos, haben wir dann hier quasi einmal diese Skulptur und das ist anscheinend dann der eine Unterpunkt, oder? Ja, ist auf jeden Fall sandige Holzente. Das war anscheinend hier irgendwie dieses
graue Item, verwitterte Skulptur, das wird die Ente sein. Gut, können wir beim Händler verkaufen, das will kein Mensch haben, aber fürs Achievement ist das wieder ein Punkt mehr. Ich zeig's nochmal auf der Map, also wir waren quasi, warte mal, ich kann die Chords nochmal kurz einblenden. Wir waren quasi hier oben, ne, 55, 75 und dann sind wir jetzt hier runtergeflogen auf die Koordinaten 58, 80. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 60, 41 müsste das sein. Das ist hier unten an der Akademie von Algitta und das ist nicht hier, wo der quasi dieser Renndude ist, sondern das ist ein bisschen weiter unten hier an dem kleinen Fluss dran. Und dort haben wir einen kleinen Tisch links stehen und dort haben wir einen eleganten Leinwandpinsel, den können wir mal anklicken. Und tada, da kriegen wir dann ein Item raus. Und das ist relativ interessant, weil dieses Item ist 2000 Gold wert. Das könnt ihr theoretisch mit jedem Twink einmal schnell holen. Ihr könnt ja, sobald ihr mit dem Main die Kampagne durchgespielt habt, einmal hier direkt in Dings raus, ne, in Waldracken. Und dann könnt ihr kurz rüber segeln. Fliegen habt ihr dann auch mit den Twinks freigeschalten, solange die, ich glaube Stufe 60 muss man sein. Und könnt euch einfach das Ding für 2000 Gold holen und das beim Händler verkaufen. Ist, denke ich mal, relativ schnell verdientes Gold. Dann schauen wir uns das letzte Item an und zwar sind wir jetzt hier ganz weit oben auf den Koordinaten 64, 15 und dort haben wir dann Landvermessungslupe und ja, ihr seht, wir sind hier in so einer kleinen Höhle drin. Ich kann jetzt vielleicht mal einmal aufmounten, dass ihr seht, wo wir uns etwa befinden. Also ihr seht, hier haben wir diesen Wasserlauf, kleinen Wasserfall dran und da oben ist eine Höhle und wenn wir hier in die Höhle reinfliegen, dann haben wir hier diese Lupe liegen, die können wir einmal looten. Und das ist dann einfach ein... Ah, das ist so ein Handwerks-Item tatsächlich auch. Also für Inschriftenkunde ganz praktisch. Und ja, damit sind wir sowohl mit den Schätzen von Taldrassus fertig, als auch mit dem kleinen Meta-Achievement mit allen vier Gebieten. Falls ihr die anderen Gebiete noch braucht, da habe ich auch schon Videos für aufgenommen. Könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, dann sehen wir uns bei den nächsten Achievement-Guides. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tyla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.